Leute, in einer Woche ist Weihnachten und ihr habt immer noch keine Geschenke. Ach, muss ich euch wieder den Arsch retten. Also komm. Ja, ich muss sagen, es sieht nicht gut für euch aus, aber ein paar Tipps habe ich schon. Also, Tipp Nummer uno ist die Gummibärenpizza. Die Gummibärenpizza? Ja, die Gummibärenpizza. Ja, die Gummibärenpizza macht den Eindruck, selbstgemacht zu sein, auch wenn sie nicht wirklich selbstgemacht ist. Es gibt verschiedene Läden, die verkaufen Gummibären, aber auf einer Pizza. Jeder mag Pizza, jeder mag Gummibären, fast jeder mag Gummibären. Ja, ihr könnt das Ganze natürlich auch selbst machen, indem ihr die Zutaten selbst kauft und die Lieblingssüßigkeiten eures beschenkten Menschen verwendet. Am besten ihr macht es mit Familienmitgliedern, weil dann wisst ihr normalerweise auch, auf welche Süßigkeiten die Leute stehen. Selbstgemacht, nicht teuer. Geiles Geschenk. Geschenktipp Nummer 2 ist der Amazon Fire TV Stick, der euch erlaubt, Netflix, Amazon Prime, YouTube zu schauen auf eurem Fernseher. Und zwar egal auf welchen Fernseher. Ihr braucht nur einen HDMI-Anschluss und ihr seid good to go. Kommt jetzt neu mit der Sprachsteuerung Alexa in der Fernbedienung. Wenn ihr Fan davon seid, ich benutze das Ganze nie, habe aber den Fire TV Stick. Und das ist der Stick, sieht aus wie ein USB-Stick, hat aber einen HDMI-Anschluss. Dann braucht der gute noch Strom. Steckt das schön in den Fernseher, schließt es an und ja. Ja, ziemlich cooles Geschenk, kann auf jeden Fall fast jeder gebrauchen. Kann man gut mitnehmen, egal wenn man jetzt mal woanders studiert, wohnt oder in Urlaub geht. Und ich kann das Ganze nur empfehlen. Das Ganze ist im Moment im Angebot für 25 Euro auf Amazon, was der Hauptgrund ist, warum ich das euch empfehle. Normalerweise immer 39,99 €, dafür habe ich ihn gekauft und das ist ein super Deal. Mittlere Preisklasse, wir kommen zu Geschenktipp Nummer 3 und das ist ein Gutschein. Das Gute an Gutscheinen ist, dass sie richtig Last Minute sind. Das heißt, ihr könnt einfach einen Gutschein aus der Hand schütteln. Es muss nämlich nicht für ein Geschäft sein. Ihr könnt auch einfach einmal einen Service verschenken. Ihr könnt für eine Person beim Umzug helfen, Rasen, den Staubsaugen, was einkaufen, ihn zu ihn oder sie zum Essen einladen. Und dadurch könnt ihr sagen, ihr habt was Spezielles gemacht, habt aber fast keinen Aufwand. Es gibt dann natürlich Personen, die nutzen es aus, verschenken lauter Gutscheine und haben dann irgendwie nie Zeit, wenn man mit ihnen essen gehen will. Und das ist natürlich scheiße, das solltet ihr nicht machen. Ansonsten ist das ein guter Tipp. Kommen wir zum nächsten Tipp und das sind Notfallgeschenke. Ja, wenn ihr mal wieder richtig in der Patsche seid, die Situation habt, schon lauter Gutscheine verschenkt habt und euch irgendwie schlecht fühlt, Gutscheine zu verschenken, dann ist es gut, wenn ihr Notfallgeschenke habt. Notfallgeschenke sind Geschenke, die ihr in einem Schrank abschließt oder irgendwo, wo sie keiner findet, die ihr einfach nur da habt, für den Fall, dass ihr den Geburtstag vergessen habt oder eine Person an Weihnachten vergessen habt. Geht dann einfach rein, nehmt das Geschenk und schenkt das Geschenk. Das Ganze braucht natürlich Vorbereitung und Vorarbeit, aber der Vorteil ist, dass man nie überrascht wird von irgendwas und immer einen Plan B hat. Diese Geschenke sollen natürlich universal sein, das heißt, es sollte nichts Spezielles sein und sollten für jeden gut sein. Beispiel? Keine Ahnung. Der wichtigste Geschenketipp, Tipp Nummer 5, kommt zum Schluss. Und zwar ist es ein allgemeiner Tipp. Ihr solltet immer Geschenke speziell machen. Wenn ihr nicht zu viel Geld habt, zu viel Geld ausgeben wollt, müsst ihr die Person überzeugen, indem ihr ein spezielles Geschenk macht, das nur für diese Person ist. Das heißt, ihr schenkt zum Beispiel eurer Oma, die dann dauernd Tee trinkt, eine Teekanne. Denn die kann sie gebrauchen. Und am besten, ihr sagt es dann auch, wenn ihr das Geschenk macht. Es muss nämlich nicht immer zu viel sein. Das Wichtige ist, dass ihr an die Person gedacht habt und dass sie merkt, dass ihr euch damit Mühe gegeben habt. Und ja, das beginnt im ganzen Jahr. Also ihr müsst eigentlich darauf achten, was die Leute mögen, machen, was sie gerne hätten und ihnen dann dementsprechend was schenken. Wenn du jetzt jemanden hast, der jeden Tag Pizza Andy isst, dann schenk ihm doch einen Pizzaroller, weil jeder weiß, dass Andy die Pizza scheiße schneidet. Aber du hast an ihn gedacht und du hast das Geschenk persönlich für ihn zugestellt. Ja, das ist der wichtigste Tipp, den ich euch geben kann. Denkt ein bisschen nach und die Lösung wird sich offenbaren. Ansonsten habt ihr verschissen. Kurze Nachricht noch, es gibt immer noch den Amazon Music Unlimited Deal für 99 Cent 3 Monate Musik streamen. Link ist in der Beschreibung, checkt's ab. Wenn ihr das Ganze über den Link abschließt, profitiere ich auch davon und ja, könnt ihr mir auch ein Weihnachtsgeschenk machen. Ja, ansonsten.
war es das mal wieder für heute. Ich hoffe, ich habe euch helfen können. Fröhliche Weihnachten, bis zum nächsten Jahr und wir sehen uns. Peace. I'm coming home.